So, Xeo hier zurück mit Episode Argen. Im letzten Part haben wir die letzten Generatoren zerstört und jetzt wollen wir so langsam mal zur Zitadelle gehen. Ich habe noch ein paar Objekte ausgelassen, einfach aus dem Grund, ich wollte da nicht hingehen und ein Risiko, dass ich vielleicht irgendwas triggere. Gerade die in der Nähe von der Zitadelle. Aber das kriegen wir jetzt auch noch schnell hin. Das geht ja doch verhältnismäßig zügig. Gerade mit diesem Schattenschritt hier kommen wir ja doch überall schnell hin. So, da hätten wir auch gleich das Erste. Ich habe auch gleich offscreen mal unser ganzes Zeug, das wir noch dabei hatten, verkauft. Also wir hatten über 10 Magieschaltkreise und da ist einer, glaube ich, 10.000 Yen wert. Und dadurch ja, doch schon ganz gut Geld gesammelt. So, nächstes ist da vorne. Dann kann ich euch gleich mal zeigen. Ich habe jetzt die letzte Fähigkeit auch schon bereits gelernt, also haben wir da jetzt auch alles. Ein Archiv, da fehlt noch ein bisschen was, aber ist jetzt auch nicht ganz so wichtig gerade. Ifrit hat ja auch alles ausgerüstet, genau. Genau, Ausrüstung. Ich habe nämlich jetzt offscreen auch gleich mal mit die ganzen Hüte gekauft. Da können wir mal schauen. Da haben wir den Schieberhut. ja, schick. Nicht. Den Cowboyhut kennen wir schon. Sein. Das ist schon fancy. Das ist schon sehr fancy. Den Partyhut habe ich noch gekauft und die Zipfelmütze. Professor McGonagall? Is that you? Aber hier. Komm. Damit laufen wir jetzt nochmal ein bisschen rum. Ehrlich gesagt muss ich da jetzt gerade so ein bisschen an, Furata aus Togekiss denken. Der auch so ein bisschen, doch so ein ulkiger Typ ist, sag ich mal. Hin und wieder. So, da vorne sind noch, okay, sind noch zwei. Umgehen wir mal den Zielkreis mal ein bisschen. Na, hallo? Wie könnt ihr denn einen Mann mit einem so schicken Hut angreifen? Der scheiß Seidenhut. Aber finde ich schade, dass der Partyhut, der ist schon ein bisschen langweilig dafür, dass er so viel gekostet hat. Der war echt, also der war scheiße teuer. Ich glaube, der hat 90.000 Yen gekostet. So, schauen wir doch mal hier. Da haben wir noch eins. Das vorletzte. Ja gut, aber dann sicherheitshalber, weil wenn ich da jetzt näher rangehe, ich möchte auf keinen Fall das Risiko eingehen, dass hier, wenn ich da hingehe, dass dann auf einmal in der Cutscene Arden diesen scheiß Hut aufhat. So, und das letzte Teil ist dort vorne. So, einen kleinen Bogen um die Zitadelle rum. Oh, oh. Jungs. Hate to break it to you, but I don't think this is a good idea. So, entschuldige mich mal ganz kurz. Mal ein bisschen aufladen. So, ich habe noch ganz... Ja, unsere Kollegen hier aus dem Imperium, die treten jetzt auch mit auf den Plan. So, mal voll machen hier, kontern. Hä? Warum hat das nicht getroffen? Also ich fühle mich gerade ein bisschen betrogen. Also. Leute, hier einfach so mit Blitzen auf mich zu schießen, finde ich nicht cool. Das tut mir jetzt sehr leid. Fast schon ein bisschen. Bin mal mitten in die Fresse. Warum trifft da der Finisher nicht? Was ist denn da los? Schon wieder nicht. Oh, es gewittert gerade. Sorry, Leute. Das war eine gute Idee mit dem Umzingeln, aber ihr habt jetzt auch nicht unbedingt erwartet, dass jetzt hier Freak ein auftaucht. So fair muss man sein. I'm sorry. Is this truly the best Lucis can muster? Anscheinend, ne? So, jetzt holen sie aber auch schon, rufen sie alles auf den Plan, was sie haben.
Da kommen schon ordentlich Verstärkung gerade. Einfach mal alles hier wieder weg. Was denn? Aua! Bist du denn des Wahnsinns? So nicht. So, waren das alle? Ach nein. Das war jetzt nicht unbedingt meine Absicht, aber das machen wir jetzt einfach so. Einmal wieder aufladen. Ah, scheiß. Scheiß Reling, die ist ein bisschen problematisch gerade. Auf den Kerl wieder. Ich fühl hau ruhig weiter drauf. Ah, hier. Wunderbar, haben wir das auch geschafft. Jungs, ich sag's nicht gern, aber eure Chancen stehen gerade ziemlich schlecht. Ich weiß, das habt ihr euch jetzt nicht so vorgestellt, aber... Ich bin mal gespannt, wann Klarus auftaucht oder Regis. Hör auf mit deinem Schmuck hier, habe ich gar keine Lust drauf. So. Ach, da kommen jetzt die zwei nochmal. Ja, servus. Guten Tag. Ich muss mal hier ein bisschen wieder aufladen. Ja, ihr fehlt. Ein bisschen Unterstützung wäre nicht schlecht. Während ich Iframe habe und meine Magie dann wieder aufladen kann. Hey, wer war denn das jetzt? Und hinfort mit dir. Und wo ist die andere? Aua. Schon wieder. Ist auch schon voll aufgeladen. Would you stop? Boom. But of course, make yourselves at home. I have some other business to attend to, so I'll leave you to yours. Okay, schön. Hätten wir das auch geschafft? Ja gut, das hätten wir machen können. Jetzt können wir ins Finale im Prinzip, denke ich mal, rein starten. Speichern wir nochmal ganz kurz. Und da gewittert es auch noch mit dazu. Aber doch, jetzt schon Part 8. Na ja, gut, also es gab hier schon viel zu tun. Wenn ich überlege, ich damals in bei Episode Ignis, weiß ich noch, habe ich in Part 6 die letzte... Also bin ich dann fertig gewesen, glaube ich, mit der ersten Story. Ja, schon ein Unterschied auf jeden Fall. Aber hier, da konnte man sich eben... Also gab es am Anfang ganz viel Story-Input und jetzt hier dann ist man erst in Insomnia reingestartet. Na gut, aber da haben wir ja jetzt schon so ziemlich eigentlich alles erledigt. Ja gut, es gibt noch ein paar Gardisten, gegen die man kämpfen könnte, aber das muss jetzt auch gerade nicht unbedingt sein. Ja, dann gehen wir doch mal in die Zitadelle rein. Ab hier gibt es kein Zurück mehr. Bist du bereit, die Zitadelle zu betreten? Ja, ich bin bereit, geboren worden. What big walls you have. All the better to look down upon his enslaved subjects from. Time to call in a favor with the king and have him summon my beloved brother. Something wrong, officer? Ah, you must be His Majesty. I'm pleased to make your acquaintance. Why are you here? Why, for you. The royal arms. Who are you? You ought to know, being a man of royal blood yourself. Adagium. In the flesh. Here to bring the bloodline of Lucis to an end. Okay, gleich mal die FF, die Versus 13 Anspielung. Okay, wir kämpfen gegen Regis, das finde ich cool. Boah, die Musik war dann. Was ist das? Ich komme gerade nicht drauf. Ich kenne die Musik. Ah, welches Theme ist das nochmal? Das ist nicht Dawn. Oder? Sorry, Regis.
Naja, ich würde Aureges nicht unterschätzen. Vor Noctis war der allerstärkste König von Lucis. Und er ist gerade in seiner Prime. Da haut er die Ravus-Moves raus. Ja, das wird wehtun, Regis. Ifrit, hau mal ein bisschen was rein. Oh oh. Das ist jetzt irgendwie doof gelaufen. Ich habe gerade meinen hier diesen Beast, die Attacke mit Dreieck. Diesen Spektralsturm oder wie auch immer. Gatling. Nein. Ich möchte mich nicht bracen. Ich brauche ein bisschen iframe gerade. Muss mir hier wieder ein bisschen aufladen. Ah Gott! Hab gerade ein kleines Problem, muss ich sagen. Ja, Regis bastelt alles aus, raus, was er hat. Oh Gott, ich muss erst Protest zerstören. Ifrit, kommst du da durch, Boy? Na, war schon mal nicht schlecht. Mal hier ein bisschen aufladen. Okay, das war's mit dem Schild. Regis, du machst einen guten Job, mein Freund, aber das reicht nicht. Das reicht nicht. Ich komme gerade echt nicht drauf, was das für ein Theme da im Hintergrund ist. Aber es ist nicht Dawn, oder? Ja, so langsam gehen ihnen die Tricks aus, denke ich mal. Sind auf einem guten Weg, haben es schon fast geschafft. Aua. Ich möchte jetzt erstmal auch nicht meine viel Magie beschwören. Und wieder Fat Fingers. Keine Chance, mein Freund. Ah, noch ein bisschen drauf basteln. Oh, kommen wir auf 100? Phantomaufstieg. Und dann bringen wir es zu Ende. Oder ist es das? Ah, damit können wir, denke ich, noch. Ja, das müsste aber jetzt so langsam. Ja, das war's. But the fun's just begun. Summon the old war. How do you know about that? I've heard the souls of kings reside within those statues. Of course, that's only hearsay. Why not summon the wall so we can see for ourselves? What I wouldn't give for a chance to speak with the Founder King himself. Come out, Somnus! The longer you wait, the longer he'll suffer! Huh?
Is he dead? Oh dear. Perhaps I don't know my own strength. Well, I'm waiting. Brother. Somnus. Haven't seen you for years. You're not matched. In fact, then whose fault do you think that is? Who could have exiled me as a monster and erased me from history? You were tainted, unfit to sit the throne. Please, brother, return to the darkness whence you came. Now? But I'm having so much fun! To think I get the pleasure of killing you myself! What's wrong, dear brother? Too afraid to put down your expensive toy and come face me yourself? Let the game begin. This is no beginning. Only the end. This is preposterous. How could one so impure possess such power? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wir kämpfen hier einfach gegen den echten alten Wall. Alter, da läuft halt eben auch... Alter, was ist das für ein Theme im Hintergrund? Da läuft Somnus eben noch mit. Das Main-Theme in der... Ich will hier jetzt auch ganz sicher nicht Ifrit beschwören. Das ist eine Sache unter Brüdern. You truly are a monster, brother. Facetious. The only monster here is you. I'm God. Ja, Somnus, du hast leicht reden. Du hast den guten Arden hier verbannt und verraten. Letzten Endes. Das finde ich gerade schon gut, dass ich hier Somnus ein bisschen eins aufs Maul geben kann, weil das hat er verdient. Die dumme Kackplatze. So. Und gleich wieder mit aufladen. Aua. Jetzt aber mal. Aber das ist ein Remix aus Ardens Theme und Somnus. Das ist mega cool einfach. Und wieder damit weiter, da kommen wir wieder. Und wieder Phantomaufstieg. Können gleich uns dann da wieder ein bisschen aufladen, aber das... Autsch. Das hat nicht... Okay, da kriege ich auch so einen Phantomaufstieg hin. Na, dann machen wir doch einfach mal... Moment, ich muss da ein bisschen weg. Ach, Somnus. Streng dich mal ein bisschen an hier. Alter, die Musik, Leute. Mal lieber schauen, dass ich da rauskomme. Das war ein bisschen... Das sah sehr gefährlich aus. Ach, meine Waffen laden sich auch automatisch mit auf hier. The gods blessed you as their chosen. The people adored you as their savior. I was neither powerful nor popular. Just envious, perhaps. Perhaps? Don't make me laugh. Ich kann gerade auch nicht irgendwie, nicht hundertprozentig darauf achten, was die beiden hier sagen. Ein bisschen schwierig, noch mal darauf zu achten. Das muss ich mir dann echt nach der Aufnahme noch mal anschauen. Eigentlich steht Somnus auch hier eigentlich bloß die meiste Zeit über rum. Aber das ist ziemlich bedrohlich auf jeden Fall. Mal schauen, dass wir da wegkommen. Und wieder damit drauf. Na, damit kriegen wir ziemlich lässig den Phantomaufstieg wieder hin. I am desperate to be special. Yet I have nothing to set me apart.
piece of law. Until you stole it from me. You ripped it from my arms. Back into the void! Gott. Kann ich mich hier wieder heilen? Ach. Alter, da muss ich wusste jetzt echt nicht, ob ich aus dem Angriff da rauskommen soll. No escape. Look sharp. Ja. Auch die Musik klingt gerade sehr, sehr traurig, ne? Und Somnus war hauptsächlich eifersüchtig auf seinen Bruder, so wie das jetzt klang. Ja, Eifersucht ist halt problematisch, sag ich mal. Ja, ich hätte vielleicht nicht die Magie dafür benutzen sollen. Aua! Ja, greifen wir weiter so an. That the demons could not be allowed to remain in this world. That a sinner could not be allowed to sit the throne! Lies, fairy tales, and fallacies. All of it! Ich hoffe, dass man danach noch eine ordentliche Cutscene bekommt. Wird der Phantomaufstieg mit der Länge des Kombos stärker? Ja. Konnte es nicht einsetzen. Oh Gott. Weiter immer schön in den Schritt hauen. Greif weiter an, Adam. Immer feste drauf. Sicher. Aufgabe abgeschlossen. Die Rache des Erlösers. Somnus ist geschlagen. Das war irgendwie... Also dieser Kampf fühlt sich komplett falsch an. Wirklich. Irgendwie das alles... Das hat sich echt nicht richtig angefühlt. Aber... Cliffhanger an dieser Stelle. Part ist doch schon recht lang und ich denke mal, es kommt jetzt noch relativ viel. Deswegen würde ich mal sagen, das war's mit Episode Arden für heute. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Auf der Endcard könnt ihr sehen, wo ihr abonnieren könnt. Und in der nächsten Folge schauen wir uns an, was jetzt weiter passiert. Also, bis dahin, ciao.